Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten Video, und zwar zum Teil 2 meiner Brustserie sozusagen. Also ich habe ein Video gemacht für die 3 Übungen für die untere Brust, also für den unteren Teil der Brust. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich blende das jetzt hier, verlinke ich das oben. Schaut euch das mal an, und heute ist Teil 2, weil ihr wolltet nach dem Video, also es ist richtig, richtig gut angekommen übrigens. Danke dafür auch für euer ganzes Feedback. Ich habe dann noch alle Fragen in den Kommentaren beantwortet. Aber ihr wolltet auf jeden Fall ein Video für den oberen Teil der Brust, wie man den nochmal explizit beanspruchen kann. Und hier ist es, Leute. Heute geht's los. Ich habe mir 3 Übungen für euch ausgedacht. Was heißt ausgedacht? Ich habe 3 Übungen gewählt, die ich euch zeigen möchte. Ich beginne auf jeden Fall mit... Moment, ich muss da kurz das Mikrofon anders halten. Ich beginne mit Kurzhantel-Schrägbankdrücken, Leute. Ich hätte auch das Ganze mit Langhantel machen können, aber ich finde, bei der Schrägbank bevorzuge ich extrem Kurzhanteln, also viel mehr als die Langhantel. Beim normalen Bankdrücken ist es bei mir umgekehrt, also da finde ich normales Bankdrücken, wie ihr wisst, die Übung. Also ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr da keine Schmerzen habt, echt jedes Training mit normalen Bankdrücken zu beginnen, jedes Brusttraining. Und euch da wirklich mit der Zeit zu steigern und stärker zu werden und Progression zu erzielen. Aber wenn ich jetzt wirklich mit einer schrägen Übung beginne, würde ich euch empfehlen, also meine Meinung ist wirklich, also ich bevorzuge wirklich das Ganze mit den Kurzhanteln zu machen. Übrigens 30 Grad finde ich perfekt, alles was drüber ist auf keinen Fall, dann trainiert ihr schon viel zu sehr mit der vorderen Schulter. Aber 30 Grad ist perfekt, und ich mache doch ein leichtes Hohlkreuz noch. Was auch nicht schlimm ist, Freunde, das sieht man jetzt da nicht wegen meiner Weste, aber zur Technik, ja, leichtes Hohlkreuz, schaut mal meine Unterarme an, die sind wirklich ganz gerade, senkrecht unterm Gewicht, das ist echt wichtig, dass ihr wirklich Kraft habt und ja, dass eure Unterarme wirklich unter dem Gewicht sind, ja, wenn das irgendwie anders aussieht, wenn das irgendwie verschoben ist, dann habt ihr erstens weniger Kraft, und zweitens ist es wirklich nicht gesund für eure Handgelenke und generell für eure Gelenke, für eure Schultern. Achtet darauf, ja, das ist mal das eine bei der Ausführung. Was ich dann sehr, sehr, sehr wichtig finde, ist, ja, wie gesagt, die Dinge, die auch beim Bankdrücken wichtig sind. Schaut, dass ihr einen festen Stand am Boden habt. Das ist immer sehr wichtig, ja. Spannt euren Arsch an, also spannt echt die Glutes richtig an, und habt die Schulterblätter hinten. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Schaut mal, meine Schulterblätter, die bleiben hinten. Und ja, es arbeitet dadurch wirklich fast ausschließlich nur die Brust, natürlich auch andere Muskelgruppen, Trizeps und so, aber man will ja den Muskel immer so isoliert wie möglich zu trainieren, habe ich euch schon beim letzten Video erklärt. Und ja, das sind so die Dinge, Leute, Schulterblätter hinten lassen, Arsch anspannen und festen Stand am Boden, und dann habt ihr wirklich eine gute Körperspannung und seid auch wirklich, wirklich stärker und kräftiger. Ja, Freunde, meine Diät läuft, also trotz Prag, ihr wisst ja, die mich auf Snapchat verfolgen, ich war jetzt in Prag, übrigens, da war ich in so einem Hammer Strength Gym, das ist so geil, also das Video kommt noch, ja, für euch, 2 Videos wurden in Prag gemacht. Und jo, wo war ich denn gelungen? Genau, meine Diät. Sie läuft, ja, es wird immer besser. Also ich mache das Fit and Shredded Programm vom E-Book. Das ist übrigens auch zurzeit vergünstigt auf 39 Euro statt 59. Das Lean and Massive auch. Ihr wisst, Fit and Shredded, Leute, ist für die Diät, also Trainingsplan, Ernährungsplan, alles drin für die Diät zum Fett verlieren, was ich jetzt gerade mache. Und Lean and Massive ist das Programm und das E-Book für den sauberen Muskelaufbau, ohne dass ihr Fett ansetzt. Ja? Das ist auch gerade vergünstigt, auch mit Trainingsplänen, Ernährungsplänen getrennt für Frauen und für Männer. Und ja, das ist alles auf über 100 Seiten. Ihr habt das ganze Hintergrundwissen. Ich habe an diesem E-Book sehr, sehr lange gearbeitet, und das ist, wie gesagt, für 39 Euro gerade extrem geschenkt. Also wenn ihr euer Wissen erweitern wollt, wenn ihr einen perfekten Trainingsplan wollt, Ernährungsplan, die Ernährungspläne sind auch wirklich individuell, muss man dazu sagen, individuell werden die auf euren Kalorienbedarf angepasst, dann checkt das ab. Die Links sind in der Beschreibung.
Und es gibt auch exklusive Facebook-Gruppen, wo ihr dann seid, wo ihr euch mit anderen Leuten austauschen könnt, die das Programm auch machen. Es kommen bald auch richtig geile Transformationen von Fit and Shredded. Meine natürlich auch, wenn ich mit meiner Diät fertig bin, wenn ich das Programm beendet habe, aber auch wirklich von anderen Leuten, inklusive Video. Also seid da gespannt, was da kommt. Leute, erste Übung war eben Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Ich fand ja für mich einfach die Oberhammerübung. Ich habe 4 Sätze gemacht zu je 10 Wiederholungen. Ich finde, das ist eine Übung, die auf jeden Fall nicht im zu niedrigen Wiederholungsbereich machen sollte, sondern eher im höheren, weil dann könnt ihr wirklich die Brust exakt treffen. Ihr könnt ja sehr auf die Ausführung schauen, muss ich auch nochmal sagen. Ich sage es jedes Video, aber es ist mir egal, weil ich will euch das sagen. Nehmt nicht zu viel Gewicht, vor allem auch bei Kurzhanteln so. Schaut, dass die Technik passt, die Ausführung passt, weil so trefft ihr eure Brust. Wenn ihr jetzt noch mehr Gewicht nehmt und irgendwie Hauptsache das Gewicht nach oben drückt oder nicht mal ganz runter geht, kompletter Blödsinn. Ihr werdet viel weniger Muskelreize setzen und das bedeutet viel weniger Muskelwachstum. Und unser Ziel ist es aber, ja, den Muskel so stark wie möglich zum Wachsen zu bringen. Also schraubt das Ego immer auf jeden Fall zurück. Ich habe das heute mit 30 Kilo gemacht. Denkt mal, 30 Kilo. Das ist sehr, sehr wenig. Aber ich habe die Ausführung wirklich perfekt gemacht. Ich habe 10 Wiederholungen pro Satz geballert. Und es war einfach perfekt. Es war wirklich perfekt. Ihr seht meine Form, ja. Also ich erzähle da auf keinen Fall einen Blödsinn, sondern ihr seht ja, wie ich aussehe. Und ja, schraubt euer Ego zurück und achtet auf die Technik. Wie ich, ja, die Tipps habe ich euch gerade gegeben zur ersten Übung. Schaut, dass ihr das dann wirklich umsetzt, euch dran haltet und achtet nicht darauf, ob jetzt euer Freund mehr drückt als ihr. Vielleicht habt ihr aber mehr Muskelreize gesetzt, baut mehr Muskeln auf und darum geht es in diesem Sport. Zweite Übung, Leute, habe ich diese Brustpresse gemacht. Das ist keine schräge Brustpresse eigentlich, sondern eine normale. Ich habe die auch schon im Training für die untere Brust gemacht. Der Unterschied war, beim Training für den unteren Teil der Brust habe ich den Sitz einfach sehr hoch gestellt und wirklich ein bisschen negativ gedrückt. Und hier habe ich den Sitz jetzt sehr weit runtergegeben und drücke auf jeden Fall etwas schräg nach oben, wodurch ich einfach mehr die Muskelfasern im oberen Bereich der Brust aktiviere und anspanne. Ich muss noch ganz klar was sagen kurz. Habe ich auch schon im anderen Video gesagt, zum Video für den unteren Teil der Brust. Es gibt nur eine Brust, das ist ein Muskel. Also jeder Hater, der haten möchte, dass ich Blödsinn erzähle, viel Spaß. Ich sage hier ganz klar, Leute, es gibt nur eine Brust, einen Muskel, aber trotzdem kann man die verschiedenen Bereiche, den oberen oder den unteren Bereich, definitiv mehr oder weniger beanspruchen, zum Beispiel mit schrägen Übungen, mit negativen Übungen, das ist ganz klar und darauf sollte man auch den Fokus legen. Übrigens, ihr seht hier gerade, wie meine Brust arbeitet. Ich bekomme jetzt schon wirklich geile Adern in der Brust, habt ihr vorher wahrscheinlich genauer gesehen. Also ich bin mit meiner Diät sehr zufrieden. Ich meine, ich muss auch sagen, dass Fit and Shredded jetzt nicht, vor allem die letzte Phase, die Phase C, ist auf keinen Fall jetzt easy. Und ja, man braucht schon richtig Disziplin, aber es geht. Also ich habe auch nicht Hunger, dadurch, dass die Ernährungspläne sehr auch gemüse- und volumenlastig sind. Aber ihr seht hier meine Form. Leute, es wird, glaubt mir, und in ein paar Wochen, wenn Fit and Shredded vorbei ist, habe ich die Form meines Lebens. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Ihr werdet jetzt dann noch ein paar Posing-Aufnahmen sehen, wo ich euch meine Form zeige. Und Leute, ich würde mich da auch sehr, ich bin da immer auf euer Feedback gespannt und ich nehme das auch sehr zu Herzen. Also wenn ihr der Meinung seid, hey David, du hast zurzeit echt eine Hammerform, gib weiter Gas, es freut mich, oder dass ihr das geil findet, wie ich gerade den Content mache auf YouTube, wie meine Form gerade aussieht, wie ich gerade wirklich Gas gebe, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr den Daumen nach oben einfach klickt und wenn da wirklich viele Daumen sind, dann ja, weiß das sehr zu schätzen, eure Meinung, und eure Meinung interessiert mich wirklich sehr, weil diese Community da gerade auf YouTube richtig geil zusammenwächst und ja, ich mir da wirklich Zeit nehme und eure Meinung wirklich sehr, sehr schätze. Also ich bin gespannt, Leute, ihr könnt noch gerne darüber, über meine Form, einen Kommentar hinterlassen, würde mich auch sehr freuen. Ich lese mir das alles durch, ich beantworte jeden Kommentar von euch.
Letzte Übung dann, Freunde, also die Brustpresse war Übung Nummer 2. Ich habe die einhändig gemacht, also einarmig, mit sehr wenig Gewicht, wieder 20 Kilo pro Seite, also eigentlich nix. Hier übrigens nochmal meine Form. Gebt mir das Feedback, gebt mir den Daumen, gebt mir einen Kommentar. Ich bin, ja, mir ist eure Meinung wirklich, wirklich wichtig. Und ja, die habe ich auch im höheren Wiederholungsbereich gemacht, die Brustpresse. Ich finde, das sind so Übungen, die ihr auf jeden Fall nicht unter 10 Reps machen solltet, weil ihr wirklich den Muskel spüren solltet, ihr sollt ihn treffen, ihr sollt da einfach Gas geben. Und das war jetzt noch die letzte Übung, das sind so Flies am Kabelzug von unten, wo ihr einfach wirklich den oberen Bereich der Brust trefft. Und Leute, das ist die Übung. Probiert das mal aus, ich hatte den schlimmsten Pump meines Lebens, meine Brust ist richtig zerplatzt, muss ich ehrlich sagen, also richtig, richtig, richtig zerplatzt. Finde ich geil. Solche Übungen mache ich dann mindestens 12 Wiederholungen, wenn nicht sogar 15. Ist auch so in den ganzen Trainingsplänen von meinen E-Books drin, also 12 bis 15 Wiederholungen bei den fliegenden Übungen. Und ja, einfach nur der Hammer. Also macht, baut so eine Übung ein. Und ja, wie gesagt, 3 Übungen für den oberen Bereich der Brust. Ich erkläre euch jetzt dann gleich noch direkt in die Kamera, wieso der obere Teil so wichtig ist. Es ist einfach wegen der Optik, ja, weil wenn den oberen Bereich aufzubauen ist sehr, sehr schwer, Leute. Und wenn ihr eine gute Optik in der Brust haben möchtet, dann ist einfach der obere Brustbereich sehr, sehr wichtig und auch viel schwerer aufzubauen als zum Beispiel der untere Bereich. Und deshalb muss auf jeden Fall immer ein gewisser Fokus auf den oberen Bereich der Brust gelegt werden. Ihr wisst, Brust ist meine Stärke. Ihr könnt mir das auf jeden Fall glauben. Ihr seht da meine Titten und nehmt die Tipps auf jeden Fall mit. Zum Abschluss muss ich noch sagen, Freunde, es ist ja heute Sonntag, also jetzt ist gerade Donnerstag, ja, ich drehe das Video gerade für euch ab, aber am Sonntag kommt es online und ich bin morgen um 10 Uhr in Linz in der Blue City Pasching im Intersport übrigens, da drehe ich ein kleines Video für Intersport und wenn ihr Zeit habt oder mich sehen wollt, weil ich sehe immer wieder Leute aus Oberösterreich, aus Linz, die kommentieren, wenn ihr da Zeit habt um 10 Uhr und mich treffen wollt und mit mir ein bisschen quatschen wollt, gebt mal Bescheid, also kommt einfach in die Plus City, um 10 Uhr bin ich im Intersport und ich mache aber Snapchat, das bedeutet, folgt mir, also verfolgt mein Snapchat, weil vielleicht habt ihr ja Schule, also geht auf jeden Fall in die Schule und schwänzt nicht die Schule, wenn ihr mich sehen wollt, aber vielleicht bin ich ja dann schon fertig um 11 oder 12 Uhr und ihr habt auch schon Zeit und dann mache ich einen kleinen Snap und dann können wir noch auf einen Kaffee gehen oder so, müssen wir spontan schauen. Jo, Leute, wir sehen uns gleich vor der Cam. Ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt schon mal gefallen und ja, trainiert euren oberen Teil der Brust. Ich hoffe, dass ich euch da viele, viele Tipps geben konnte. So, Freunde, ich habe gerade meine Brust so gekillt und die Diät läuft. Also man sieht, ich bekomme echt schon langsam. Ich glaube, das fokussiert gar nicht. Jetzt fokussiere ich. Ich bekomme echt schon langsam geile Streifen in der Brust. Ich hoffe, dass das jetzt geht im Video, weil der Musik rennt, dass es nicht erkannt wird. Ich habe euch jetzt 3 Übungen gezeigt, Freunde, für den oberen Bereich der Brust. Ich habe es euch schon erklärt, es gibt nur eine Brust, aber man kann die Muskelfasern im oberen Teil sicher mehr beanspruchen. Und das ist auch das Schwierige. Also die obere Brust aufzubauen ist echt etwas Schwieriges. Weil, ja, die Optik, wenn die obere Brust gut ist, dann habt ihr diese schöne Brustoptik. Dann könnt ihr auch T-Shirts anziehen mit dem Ausschnitt, wo man das einfach gut sieht. Und das ist sicher wichtig. Also, ich habe auch ein Video gemacht zur unteren Brust. Ich verlinke das jetzt nochmal hier. Aber es ist definitiv viel, viel schwerer und auch wichtiger für die Optik der Brust, dass man vor allem den oberen Teil trainiert und sonst einfach generell. Also, ich würde euch empfehlen, dass ihr zum Beispiel ein Brusttraining macht mit Bankdrücken. Und dann eine Übung für den oberen Teil, das bedeutet Schrägbankdrücken, das bedeutet eine Brustmaschine, ja, wie wir sie heute gemacht haben, und dann einfach noch Flies, irgendeine fliegende Übung, wo ihr zum Beispiel auch eher vermehrt den oberen Teil beanspruchen könnt.
Ich hoffe extrem, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe mich wieder sehr, sehr bemüht, für euch da geile Tipps zu geben. Schaut, dass ihr die Tipps annimmt und lernt, ja, und wirklich umsetzt. Also hört euch das Ganze an, geht ins Training, probiert die Sachen aus. Probiert es nicht nur einmal, probiert sie öfter. Ja, ihr müsst das natürlich üben. Ihr werdet das jetzt nicht einmal machen und auf einmal habt ihr schon da den perfekten Muskelkater und könnt extrem die Brust aufbauen. Das ist Blödsinn. Übt, Leute, gebt Gas. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unter dieses Video einen Kommentar. Ich beantworte euch das natürlich und ihr könnt mir aber auch sonst auf jeden Fall überall schreiben, ja, Facebook, Instagram. Und jo, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das zeigt, indem ihr den Daumen nach oben klickt. Das ist sehr, sehr wichtig, damit dass dieser Channel weiter wächst und damit ich das weiß. Und deswegen klickt einfach den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video und schaut auf jeden Fall auch bei Snapchat vorbei. Ich bin raus, Leute. Hier warten schon Leute, weil sie hier trainieren wollen. Peace.